Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro-Team-Modus im gelben Trikot mit Gorka Isagirre. Nach dem Etappensieg auf der dritten Etappe geht es jetzt in den Ohr-Kategorie-Berg rein, der keinen Namen hat. Weiß gar nicht, welcher Berg das jetzt ist. Auf jeden Fall hängen wir hier mittendrin. Wir haben ein bisschen Nachführarbeit gemacht, dieses Mal mit unserem Team Amissa Bongo. Und jetzt geht da vorne aber gerade die Luzi. Wir wollen nicht wieder so weit zurückfallen wie beim letzten Mal. Wir fahren das mal hier im Pulk hinterher. Da ist Philipp Gilbert, der ja auch im gelben Trikot war am Anfang. Natürlich bei den langen Bergankünften da keine Chance mehr hat. So, Tempo war jetzt immens hoch. Können wir wieder ein bisschen rausnehmen. Ich verstehe nicht, warum da immer dieses Ich fahre im Wind-Zeichen kommt, was eigentlich Quatsch ist, weil wir mitten im Feld fahren. Ich hasse es, wenn die Sprinter unten in den Berg so früh oder so weit vorne reinfahren. Das geht mir so auf den Geist, weil die dann immer wie die Kanonenkugeln zurückfallen. So ein Nasser Bohani zum Beispiel, der sich ja wohl am Teamfahrzeug festgehalten haben muss bei der Tour de France und so im Zeitlimit geblieben ist, finde ich dann schon auch echt schwierig und unfair. Gerade auch vom sportlichen Leiter aus sollte sowas nicht passieren. Und Fahrer wie Luke Rowe, die dann für Ineos Arbeit geleistet haben, die fliegen dann irgendwo hinten raus, während Nasser Bohani quasi mit dem Auto hochgefahren wird. Also es gibt wohl Videomaterial, das das auch beweist und Nasser Bohani jetzt ja eh nicht gerade Sympathieträger Nummer 1. So, mal schauen. Wir sind in einer ordentlichen Position. Da, wo wir sein wollen. Vorne, wie gesagt, machen unsere Teamhelfer ein bisschen Arbeit, damit der Vorsprung der Ausreißergruppe nicht zu groß wird. Jetzt noch 51,50 Sekunden auf die Gruppe um Omar Freile. Diego Rosa haben wir hier, der ja auch keine besonders starke Saison hat für Akea Samsic. Zumindest dieses Jahr, glaube ich, ohne nennenswerte Ergebnisse. Jesus Herrada auch schon besser in Form gewesen. So, Max Soler, der relativ früh abgehängt war auf der letzten Etappe. So, wir sehen leider die Kilometeranzahl jetzt auch rechts nicht. Können mal schauen. Ja, jetzt geht es eigentlich gleich erst in die richtig steilen Elemente der Port de Balais. Ah, jetzt geht der Berg auch erst wirklich los. Also es geht wieder den Port de Balais nach oben. Den fahren wir jetzt gleich zweimal. Kilometer, 7,7% im Schnitt für Thies Benoot, fährt vorne das Team DSM, Almeida im weißen Trikot des besten Jungprofis, vielleicht ist er heute etwas besser drauf. Können da, toll, gerade nehme ich raus und dann fahren die da vorne wieder los. So, jetzt können wir aber mal ein bisschen rausnehmen. Alter, diese dauernden Tempowechsel nerven und vor allem, bis das hier nicht mal gerade hochgehen kann, wäre auch nett. Ich mache das mal ganz kurz an der Seite weg, gerade ja auch nicht so wichtig. So, hier fahre ich in. Der Israel-Fahrer drückt mich trotzdem mal weg. Sehr, sehr unruhiger Rennverlauf. Gefällt mir überhaupt nicht. So, Ide Schelling haben wir da vorne. Können unseren Helfern, die auch sinnvoll sind, nochmal ein paar Gele geben. So, Tönnissen, Dankeschön. Super, du Sprinter-Genie. Eigentlich ja Anfahrer für David Decker oder Dylan Groenewegen. Also blödes Tempo, wirklich saublödes Tempo den Berg hier hoch. Jetzt bleiben wir mal hier in der Position und hoffen, dass wir nicht gleich wieder irgendwelchen Fahrern ausweichen müssen. So, da fährt wieder einer querfeldein. Ich weiß nicht, ob das Laporte ist da für Total Direkt Energie, die ja inzwischen eigentlich auch neue Trikots haben, aber das kann man ja auch von den Entwicklern nicht erwarten, dass die da Updates bringen. Ja, danke Geschke. Super Ding. So, läuft eher suboptimal, muss man sagen, bislang. So, Tanja Kangard geht uns da jetzt auf den Sack. Irgendwie hängen wir hier dauernd im Salat. Also richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Oh, das gibt's doch nicht. Leute.
Was macht denn das grüne Trikot da vorne? Also das läuft wirklich sehr, sehr schlecht, auch wenn Almeida da jetzt schon wieder durch ist. Aber vorne sehen wir Vingegaard, der da natürlich deutlich besser positioniert ist. Ganz, ganz ärgerlich. Ich hoffe mal, wir verlieren die Rundfahrt nicht schon wieder wegen irgendeiner Blödheit. Aber es sieht irgendwie danach aus. Jetzt mal wieder nach vorne fahren. So, Leute, bitte, bitte lasst mich einfach durch. So, da vorne haben wir das Bergtrikot. So, dann ist Michael Matthews mit dabei. 5 Kilometer noch bis oben hin. Das ist schon noch echt ein ordentliches Stück. Und wenn die jetzt mal aus dem Weg fahren würden, wäre es auch wieder ganz grandios. So, da vorne haben wir Vingegaard, da sind wieder Tischbenot und so weiter. Also die Fahrer, wo wir eigentlich sein müssten. Und da sind wir halt leider nicht. Die sind aber auch alle durch. Also das könnte für uns dann nochmal positiv sein, dass die jetzt schon durch sind. Ist aber auch noch ein Stück bis oben hin, 4 Kilometer. Wir haben eine gute Tagesform. Bislang haben wir es nicht besonders gut gesteuert. So, Matteo Trentin. Ja, leck mich am Zuckerli. Was legt der denn hier für ein Rennen hin? So, wir versuchen jetzt ganz langsam da vorne hinzufahren. Wen haben wir hier von B&B? Wahrscheinlich Brian Coquart oder so. Ne, Pierre Roland. Vorne Tischbenot darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Ich schaue nochmal ganz kurz, wird der Berg oben flacher? Ja, also ziemlich das Gegenteil davon. Nochmal ein kleines bisschen raus. Jetzt ist der nächste durch da vorne. Pierre Roland fährt an uns vorbei. Ich muss kurz Pause machen. So, da kam kurz der Hund wieder heim. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal Nero, ja, der streckt sich gerade. Der wird sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Wie weit haben wir es noch? Noch 2,9 Kilometer bis oben hin. Da haben wir Jonas Vingegaard, der da jetzt gerade platt geht. Seinen völligen Einbruch, aber gerade per Wunderheilung überwunden zu haben scheint. Wir können dann gleich natürlich das rote Gel auch noch... Ach, guck mal, jetzt attackiert er da vorne wieder rein. Und Ben Hermanns fährt Schlangenlinien des Todes. Gleich geht es an den roten Balken. Können wir nochmal ein bisschen schneller fahren. Ich denke mal, dass sie da vorne auch gleich wieder blau gehen. So, da ist Tischbenot vorne auf jeden Fall durch. Schauen, zu Vingegaard müssen wir auf jeden Fall hinkommen. Dann müssen wir ihn eigentlich mehr oder weniger nur matchen, damit wir das dann auch haben. Matchen, auch mega cooles Wort. Sollte häufiger so cool daherreden. So, ich würde ihn jetzt gerne noch stellen. Ide Stelling. So, rotes Gel haben wir auch komplett genommen. Jetzt ist es noch 1 Kilometer bis oben hin. Ich meine, wir sehen ihn. Wir werden ihn in der Abfahrt dann eh auffahren. So ist es ja nicht. Angeblich sind das 6 Sekunden. Die wir jetzt in einem Rutsch aufgefahren haben. Fahren mal vorbei. Und dann mal schauen, was in der Abfahrt vielleicht noch geht. So, 4 Fahrer sind es. Jetzt ist Roland rausgefallen. An unserem Hinterrad aber Vingegaard und Tischbenot. Die da auch noch mithalten können. Die sollten wir jetzt eigentlich auch nicht mehr abhängen können. Und dann geht es nur noch in die Abfahrt rein. Die Bergpunkte, die gönnen wir uns jetzt nochmal. Die Abfahrt kennen wir ja schon. Die ist nicht gerade... Boah, Ruckel, Ruckel. Gibt's doch nicht. Gleich doppelt. Auch nicht schlecht.
So, Vingegaard haben wir vorne. So, das wird schon, das wird schon. So, hier ist es jetzt auch nicht so steil, aber wenigstens gerade. Vorne sollten wir eigentlich auch nochmal durchziehen können. Ziehen wir nochmal weiter durch. Diese Serpentinen finde ich eigentlich ganz okay. Alter, fahr halt. Sorry. Bin jetzt auch gerade mega nervös. Also so richtig, richtig mega nervös. Müssen wir eigentlich gar nicht selber fahren. Alles ruhig, Nero. Alles gut. Ja, ich fahre die Kurven schlecht. Ich weiß, Nero. Mach's halt besser. Ja, da brauchst du gar nicht knurren. Das ist Gameplay. Ich bleib jetzt gerade mal an Binot dran. Nero, ja, ich gebe mein Bestes. Er ist sehr territorial, Nero. Er versucht immer, unsere Wohnung zu verteidigen oder die Picknickdecke. Also da ist er sehr, sehr brutal. So, hinten Hermanns. Könnte sein, dass die Gruppe nochmal rankommt. Werfen wir mal ganz kurz einen Blick aufs Profil. Es geht gleich nochmal steiler bergab. Kann man dann vielleicht nochmal was versuchen. So, Vingegaard fährt da wieder nach vorne. So, mal schauen. Jetzt geht es hier wieder ein bisschen steiler runter. Wieder nicht so hart bremsen müssen. So, mal schauen. Sollten wahrscheinlich aus der Kurve raus eher immer ein bisschen beschleunigen. Die Gruppe Hermanns kommt da hinten jetzt auch ran. Puh, das war auch wieder zu hart. Nero, ganz ruhig. Es ist nur eine Abfahrt. Ich weiß, du bist aufgeregt, Nero, ob wir das jetzt gewinnen oder nicht. Aber du musst dich jetzt einfach beruhigen. Ich glaube, wir sollten da jetzt erstmal die Füße stillhalten. Die Gruppe Hermanns kommt da nicht mehr ran. Thijs Benoot kann natürlich gut beschleunigen. So, komm schon. Und dann ziehen wir durch. Und dann wird es der nächste Etappensieg. Jawohl, ich glaube, da war ich ein bisschen unfair in der Kurve. Aber auch die Etappe holen wir uns und das sieht doch gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Jetzt muss nur das Zeitfahren noch halbwegs gut funktionieren. Nero liegt auch da. Völlige Begeisterung, völlige Ekstase. Nero hat sich gerade spontan ein gelbes Trikot bei Amazon bestellt. Mit Aufdruck Amisabongo. Keine Ahnung, Gorka Isagirre kann ja nicht draufstehen auf einem gelben Trikot. Aber ist ja wurscht. Er beflockt sich seine Trikots selber. Er ist schon so gut erzogen. Er ist schon viel weiter als andere Hunde. Er weiß schon, wie man Amazon Bestellungen auslöst. So, also Jakob Debesay schaut immer so ein bisschen, als hätte er Pizza Hawaii bestellt und das aber viel zu spät gemerkt. Also nächster Etappensieg. Ich freue mich einfach drüber. Ich weiß, dass man das besser machen kann. Aber freuen darf ich mich trotzdem. Mehr als gewinnen geht halt nicht und dass man die Etappe wahrscheinlich mit 16 Minuten Vorsprung gewinnen könnte, wenn man noch besser abfährt, wäre das natürlich möglich. Freude ist da. Wir freuen uns, wie gesagt, über den nächsten Etappensieg, über die nächsten Punkte vor allem auch für die Gesamtwertung. Und dann schauen wir mal, was da am Ende der Saison noch so drin ist. Weiterhin der 23. Platz für uns. 5 Sekunden haben wir sogar noch mal rausgefahren und noch 10 Sekunden Zeitboni.
Bedeutet insgesamt 13 Sekunden Vorsprung vorm abschließenden Zeitfahren. Das könnte also ein enges Höschen werden in der Teamwertung. 190 Punkte bei B&B. Wir sind bei 125. Wir werden wahrscheinlich wieder 23. bleiben und mit einem ähnlichen Team reingehen, mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Wir können mit diesem Team sehr, sehr gut starten. Wir hätten auch die erste Rundfahrt wahrscheinlich gewonnen, wenn wir da nicht diesem blöden, naja, ist das ein Bug oder ist zumindest dieser blöden 20-köpfigen Ausreißergruppe nicht zum Opfer gefallen wären. Aber wir gehen mal rein ins abschließende Zeitfahren und versuchen dort mit Gorka Isagirre so gut wie möglich unser gelbes Trikot zu verteidigen. Leader of the race onto the ramp for this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time and retain his jersey. Genau, Come das on, versuchen let's wir. give Gelbes him a Trikot auf der cheer. Rampe. Gorka Isagirre. Wir beschleunigen mal. Und diese Kurve da vorne, die hat mich eben schon einmal gekillt. Ich glaube, im Outtake des Jahres. Und dieses Mal bin ich auch nicht viel besser durchgekommen. So, schauen wir mal. So, hier können wir noch in die Zeitverhaltung gehen. Hier sollten wir jetzt wahrscheinlich erstmal normal hochsteuern. Puh. So, jetzt wieder Zeitverhaltung. Das Spiel sagt einem, dass man schneller fahren soll. Dann machen wir mal das Ding hier. So, ich versuche mich mal genau da dran zu halten, was das Spiel vorgibt. So, jetzt können wir hier. Woi. Geht aber dann auch wieder gut zur Sache. So, mal schauen. Kommen wir hier rum, obwohl es rot ist. Jo, schaffen wir tatsächlich. Boah. So, bislang kommen wir gut durch. 8:05 die Zielzeit. Jetzt geht es hier in den Berg rein. 1 Kilometer ist es noch. Müssen wir schauen, dass wir dann wahrscheinlich, wenn es hier steiler wird, gleich aus der Zeitverhaltung rausgehen. Wir werden nämlich gerade langsamer. Müssen wir aus dem Sattel gehen. Versuchen weiterhin diesen Bereich da unten zu halten. Mal schauen. 8:05 ist die Zielzeit. Die müssten wir eigentlich ganz gut schaffen. Jo, da liegen wir sogar drunter. Dann gehen wir in die Zeitverhaltung. Puh, alter Schwede, bin ich nervös. Also wie gesagt, ich habe Outtake des Jahres hingelegt. Ich glaube, ich werde den am Ende der Folge nochmal dran schneiden. Der war einfach so schön. Spannung aufgebaut. 2 Etappensiege in Folge. Gelbes Trikot. Endlich der erste Rundfahrtsieg. Denkst du? So, ein bisschen Schwung in die Hügel mit reinnehmen. Das ist wichtig, wie man jetzt auch gerade gesehen hat. Aber wir müssen den roten Balken natürlich auch wieder regenerieren. So, Zeitverhaltung 16:10 wäre die nächste Richtzeit. 22:40 im Ziel La Tour. Wir sind jetzt schon so ziemlich bei der Hälfte angekommen. Jetzt erstmal keine großen Schwierigkeiten. So, jetzt wird es hier wieder etwas steiler. Aber es geht nicht unter 25 Stundenkilometer. Oder doch? Oder doch? Nee, 28. Also bleiben wir in der Zeitverhaltung. Vorne gibt es die nächste Zwischenzeit. Nach wie vor alles relativ gut aus. Schauen wir mal, was hier so geht. Wow. Mit dem Zeitverrat auch alles ein bisschen schwieriger. Ja. Sehr, sehr viel schwieriger sogar. Sehr, sehr, sehr viel schwieriger. So, kriegen wir die Kurve? Jo, kriegen wir. Wow, die kriegen wir aber nicht. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aus dem Sattel gehen. Puh, das war jetzt schwer. 3 Kilometer sind es noch. Ich glaube, wir können hier ein bisschen schneller gehen.
Nein. Zeitverrat. Dieses blöde Zeitverrat. Und dann haben wir hinten raus dann nochmal Zeit verloren. Also da hätten wir schneller gehen können. Verdammt. Das war nicht gut. Da hat das Spiel aber auch langsamer angezeigt, als er eigentlich konnte. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht die entscheidenden Sekunden auf Vingegaard waren. Wo ich natürlich auch nicht weiß, wie stark der im Zeitfahren ist. Etappensieg geht an. Werden wir rausfinden. Also hinten raus leider Zeit verloren. Das sieht mir nach Almeida aus. Und Vingegaard holt sich die Gesamtwertung. Also dann haben wir es doch im Zeitfahren hinten raus noch verloren, weil ich da wieder geschlampt habe. Also Gesamtwertung ist nicht meins. Aber ich glaube, wir hätten eh den Aufstieg nicht geschafft. Trotzdem wieder kein Rundfahrtsieg. Sehr, sehr bitter. Vingegaard dann eine Sekunde hinten dran und wir verlieren 25 Sekunden mit Isagirre. Dann sind wir 11 Sekunden hinter Vingegaard, obwohl wir die bessere Tagesform hatten. Sehr, sehr bitter. Also Zeitfahren gehört auf jeden Fall noch zu meinen Trainingsstationen. Wir sind wieder 23. in der Teamwertung mit 149 Punkten. Da wird uns also für die neue Saison wahrscheinlich nicht wirklich viel übrig bleiben, als ein ähnliches Team zu nehmen. Da wurde ja gesagt, ich soll warten, bis ihr dort auch eure Meinung dazu gesagt habt. Roglic ist der neue Weltmeister, also den werden wir dann in der neuen Saison im Weltmeistertrikot auch am Start sehen. Und dann gehen wir nochmal weiter. Und dann haben wir noch den Giro di Como. Da dürfen wir auch noch nicht mitfahren. Es ist aber auch wirklich schwierig aufzusteigen. Wahrscheinlich ist es einfach nur, liegt es an meiner Dummheit. Aber sehr, sehr bitter jetzt gerade mit dem Zeitfahren, nachdem wir es am Berg ja wirklich gut geschafft haben. Mit zwei Etappensiegen. Das hat mich sehr gefreut. Und vielleicht gewinnen wir ja in der nächsten Saison die erste Rundfahrt mal. Also der 23. Platz für uns. Wir schließen die Saison ab. So, ist beendet. Sie haben Platz 23 in der Pro Cycling Teamwertung erreicht. Als Belohnung für Ihre Mühen erhalten Sie zusätzlich 70.000 Euro für Ihr Budget. Sie können Fahrer mit einer Einstufung. Sind in unteren Rängen. Möchten Sie den Schwierigkeitsgrad für die Saison verringern? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin auf der 3 bleiben. Und dann sind wir hier angelangt und können dort schauen, wen wir für die neue Saison verpflichten. Das wird sicherlich... Ja, da gibt es schon die eine oder andere Möglichkeit, vor allem weil wir ja mit Devisai und mit Stork auch zwei Fahrer im Team hatten, die quasi gar nichts gebracht haben. Also Jakob Devisai für 19.700 und Stork für 27.700, da kann man dann vielleicht sich wirklich nochmal einen richtig guten Fahrer dazu holen. Ich kann ja mal Stork verkaufen und Devisai ebenfalls, dann haben wir natürlich noch zwei Lücken, die wir auch brauchen, aber dann sieht man schon mal, was denn vielleicht zusätzlich noch in unser Team dazukommen könnte. Also ein Tussfeld wäre eine Möglichkeit mit einem Durchschnitt von 74,9, kein schlechter. Wir können am Hügel nochmal schauen, in Geschke, in Mikkel Honoré, Hügel 77, Antritt 73. Wäre natürlich schön, wenn man auch die Profile jetzt schon kennen würde. Ein Paré-Pentre wäre eine Möglichkeit, Quentin Paché, Andrea Vendrame, Villamos, Guerrero, Rum Guerrero auch ganz, ganz stark. Also das ist wäre... eine super Verpflichtung, glaube ich. Auch Brambilla wäre eine Möglichkeit für den Sprint von Poppel. Wir können natürlich auch mal schauen, ob wir Luca Meskec loswerden wollen, beziehungsweise der ist natürlich eigentlich mit Hügel, Sprint, Antritt schon echt ein guter. Also von Poppel mit Sprint 75 ist halt das Maximum, was wir nach wie vor verpflichten dürfen. Dann gibt es noch vielseitige Fahrer, da könnte man Toni Martin zum Beispiel holen, aber da würde ich dann vielleicht einen günstigen, vielseitigen Fahrer noch verpflichten. Also jetzt nur mal als Beispiel, Tussfeld hätte am Berg die 72, naja, ist jetzt alles nicht ganz so prickelnd. Warum ist der überhaupt so gut vom Durchschnitt her? Keine Ahnung. Dann haben wir Diego Rosa am Berg die 76, Abfahrt 77, Antritt 72, wäre natürlich am Berg nochmal ein kleines Update, auch mal verglichen zu Isagirre. Wenn man da mal das nebeneinander legt. Also Isagirre ist da schon im Zeitfahren besser, eigentlich in allen Belangen besser, im Vergleich zu Tussfeld zumindest. So, jetzt haben wir den Vergleich. So, also Rosa ist dann halt doch nochmal stärker und Isagirre hat nur die 74 am Berg. Tatsache. Also Rosa wäre nochmal ein großes Update für 87.000.
Zeitfahren 69, aber am Berg halt 76, Abfahrt 77, Hügel gut, Beschleunigung gut. Die Großseil sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. De La Pate, glaube ich, eher kann man weglassen. Mikel Nieve vom Antritt her halt zu schlecht. Meurice 74, Frank Samitier, dann Franchini. Also mein Favorit, ich sage das jetzt einfach mal, ist Diego Rosa. Der ist bockstark, der ist vielleicht im Zeitfahren nicht gut genug, aber der kann uns am Berg enorm weiterbringen. Dann für den Hügel weiß ich nicht, ob wir da unbedingt noch einen Fahrer bräuchten. Wir haben Ide Schelling und Valentin Madouas, die ja schon sehr stark sind. Also Antritt 76, Hügel 77 oder 76 auch. Das ist schon enorm stark, genauso wie Ide Schelling auch mit 72 Antritt 76. So rum. Man kommt da immer durcheinander. Also 68 Antritt und 77 Hügel. So rum ist es bei Madouas und bei Ide Schelling 72 Antritt und 76 Hügel. Geschke wäre natürlich auch nochmal ein Update. Da kann man vielleicht überlegen, ob man Madouas für Geschke tauscht oder irgendwas anderes macht. Man hätte natürlich hier auch noch Mikel Honoré, Quentin Paché, Paré Pendre, der auch am Berg gut wäre. An Luca Brambilla, an Andrea Vendrame. Wir können sicherlich nicht alle hier verpflichten, aber das sind zumindest mal die Fahrer, die möglich sind. Man hat einen Van Poppel, einen Amaury Capiot, der auch im Kopfsteinpflaster, glaube ich, ganz ordentlich unterwegs ist. C. Finde ich schön. Aber gibt auch keine Updates, wo das hier verbessert wird. Warum auch? Warum sollte man auch Updates machen? Und wie gesagt, einen vielseitigen Fahrer könnte man auch noch verpflichten. Man könnte uns auch Chris Froome holen. Der Mann, der hat es drauf. Ich glaube, da geht auch noch richtig was nach oben in der Karriere. Also, zweite Saison wieder ein bisschen enttäuschend. Wir waren dran, wir haben Siege geholt, aber es hat leider nicht gereicht, um jetzt neue Rennen freizuschalten. Das ist sehr schade, aber vielleicht können wir in der neuen Saison dann ja immerhin den ersten Rundfahrtsieg mal feiern. Das sollte eigentlich drin sein, wenn weniger Zeitfahren auch ist und weniger Abfahrten, mehr Bergankünfte, dann könnte das durchaus in unsere Karten spielen. Also ich sage trotzdem Dankeschön fürs Schauen, dass ihr das mit mir durchleidet und in der dritten Saison wird es hoffentlich besser und droppt auf jeden Fall die Neuverpflichtung gerne in die Kommentare oder auf den Discord-Channel, je nachdem, wie ihr Lust habt. So wurde sich das gewünscht und dann warte ich erstmal auf eure Kommentare, bis ich in die dritte Saison eben reingehe. Dankeschön fürs Schauen und wie gesagt, mit auf den Discord-Channel kommen.